Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Alles liegt bereit. Bleibt nur, die Kerze zu entzünden. Das ist getan. Wir nähern uns mit 7 Meilenschritten dem Ende. Aber wir haben noch ein bisschen. Weiter geht's. Findet die Frau, dass sie dem Manne grenzenlose Ergebenheit schuldet, der ein so niederes Wesen wie sie mit seiner Liebeswahl begnadet? Oder erblickt sie in der Liebe des Mannes zu ihrer Person ein untrügliches Zeichen seiner Vorzüglichkeit? Das habe ich mich in stillen Stunden schon beiläufig hier und da einmal gefragt. Oh, Dinge, klassische Tatsachen, Sie rühren, junger Mann, mit Ihrem gewandten kleinen Wort an heilige Gegebenheiten, erwiderte Peeperkorn. Den Mann berauscht seine Begierde, das Weib verlangt und gewärtigt, von seiner Begierde berauscht zu werden. Daher unsere Verpflichtung zum Gefühl, daher die entsetzliche Schande der Gefühllosigkeit, der Ohnmacht, das Weib zur Begierde zu wecken. Trinken Sie ein Glas Rotwein mit mir? Ich trinke. Mich dürstet. Die Feuchtigkeitsabgabe dieses Tages war erheblich. Ich danke recht sehr, mein Herr Peeperkorn. Es ist zwar nicht meine Stunde, aber einen Schluck auf Ihr Wohl zu trinken, bin ich immer bereit. So nehmen Sie das Weinglas. Es ist nur eins zur Stelle. Ich greife aushilfsweise zum Wasserbecher. Ich denke, man tritt diesem kleinen Sauser nicht zu nahe, indem man ihn aus schlichtem Gefäße... Er schenkte ein, unter Beihilfe seines Gastes, mit leicht zitternder Kapitänshand, und goss durstig den Rotwein aus dem fußlosen Glase durch seine Büstengurgel. Genau, als ob es klares Wasser wäre. »Ah, das labt«, sagte er. »Sie trinken nicht mehr? Dann erlauben Sie, dass ich mir noch einmal...« Er verschüttete etwas Wein beim abermaligen Einschenken. Das Einschlaglaken seiner Decke war dunkelrot befleckt. »Ich wiederhole«, sagte er mit erhobener Fingerlanze, während in seiner anderen Hand das Weinglas zitterte. Ich wiederhole, daher unsere Verpflichtung, unsere religiöse Verpflichtung zum Gefühl. Unser Gefühl, verstehen Sie, ist die Manneskraft, die das Leben weckt. Das Leben schlummert. Es will geweckt sein zur trunkenen Hochzeit mit dem göttlichen Gefühl. Denn das Gefühl, junger Mann, ist göttlich. Der Mensch ist göttlich, sofern er fühlt. Er ist das Gefühl Gottes. Gott schuf ihn, um durch ihn zu fühlen. Der Mensch ist nichts als das Organ, durch das Gott seine Hochzeit mit dem erweckten und berauschten Leben vollzieht. Versagt er im Gefühl, so bricht Gottes Schande herein. Es ist die Niederlage von Gottes Manneskraft, eine kosmische Katastrophe, ein unausdenkbares Entsetzen. Er trank. Erlauben Sie, dass ich Ihnen das Glas abnehme, mein Herr Peeperkorn? Sagte Hans Castorp. Ich folge Ihrem Gedankengang zu meiner größten Belehrung. Sie entwickeln da eine theologische Theorie, mit der Sie dem Menschen eine höchst ehrenvolle, wenn auch vielleicht etwas einseitige religiöse Funktion zuschreiben. Es liegt, wenn ich mir das zu bemerken erlauben darf, eine gewisse Rigorosität in Ihrer Anschauungsweise, die ihr Beklemmendes hat. Verzeihen Sie, alle religiöse Strenge ist natürlich beklemmend für Leute bescheideneren Formates.
Ich denke nicht daran, Sie korrigieren zu wollen, sondern ich möchte nur einlenkend auf Ihre Äußerung über gewisse Vorurteile zurückkommen, die nach Ihrer Beobachtung Herr Settembrini Madame, Ihrer Reisebegleiterin, entgegenbringt. Ich kenne Herrn Settembrini lange, sehr lange, seit Jahr und Tag, seit Jahren und Tagen. Und ich kann Sie versichern, dass seine Vorurteile, soweit sie überhaupt bestehen, auf keinen Fall kleinlichen und spießbürgerlichen Charakters sind. Lächerlich, so etwas zu denken. Es kann sich da einzig und allein um Vorurteile von größerem Stil und also unpersönlicher Art handeln, um allgemein pädagogische Prinzipien, bei deren Geltendmachung Herr Settembrini offen gestanden mich in meiner Eigenschaft als Sorgenkind des Lebens. Aber das führt zu weit. Es ist eine überaus weitläufige Angelegenheit, die ich unmöglich in zwei Worten. Und Sie, lieben Madame, fragte Mynheer plötzlich und wandte dem Besucher sein Königsantlitz mit dem wehzerrissenen Munde und den kleinen blassen Augen unter dem Stirnarabeskenwerk zu. Hans Castorp erschrak. Er stammelte: Ich verehre Frau Chauchat selbstverständlich schon in ihrer Eigenschaft als... Ich bitte, sprach Peppercorn, indem er mit zurückdämmender Kulturgebärde die Hand ausstreckte. Lassen Sie mich, fuhr er fort, nachdem er auf diese Weise Platz geschaffen für das, was er zu sagen hatte, lassen Sie mich wiederholen, dass ich weit von dem Vorwurf entfernt bin. Dieser italienische Herr habe sich je eines wirklichen Verstoßes gegen die Gebote der Ritterlichkeit. Ich erhebe gegen niemanden diesen Vorwurf, gegen niemanden. Allein mir fällt auf, im gegenwärtigen Augenblick etwa erfreue ich mich, gut, junger Mann, durchaus gut und schön, ich erfreue mich daran, ist kein Zweifel, es gereicht mir zur wirklichen Annehmlichkeit. Gleichwohl sage ich mir, kurz und gut, Ihre Bekanntschaft mit Madame ist älter als die unsere. Sie haben schon Ihren vorigen Aufenthalt an diesem Orte mit ihr geteilt. Außerdem ist sie eine Frau von reizvollsten Eigenschaften. Und ich bin nur ein kranker alter Mann. Wie kommt es? Sie ist, da ich unpässlich bin, heute Nachmittag, um Einkäufe zu machen, allein und ohne Begleitung, hinab in den Kurort. Kein Unglück, bei weitem nicht. Nur wäre es zweifellos, wie soll ich dem Einfluss der, wie sagten Sie, der pädagogischen Prinzipien Settembrinis zuschreiben, dass sie dem ritterlichen Antriebe... Ich bitte mich, aufs Wort zu verstehen. Aufs Wort, mein Herr Peppercorn. Oh nein, aber ganz und gar nicht. Ich handle absolut selbstständig. Im Gegenteil hat mich Herr Settembrini sogar gelegentlich... Ich sehe da zu meinem Bedauern Weinflecke auf Ihrem Laken, mein Herr Peppercorn. Sollte man nicht... Wir pflegen Salz darauf zu schütten, solange sie frisch waren. Das ist unwesentlich, sprach Peppercorn, indem er seinen Gast im Auge behielt. Hans Castorp verfärbte sich. Die Dinge, sagte er mit falschem Lächeln, liegen hier doch etwas anders als gewöhnlich. Der Ortsgeist, möchte ich es ausdrücken, ist nicht der konventionelle. Das Vorrecht hat der Kranke, ob Mann oder Frau. Die Vorschriften der Ritterlichkeit treten dagegen zurück. Sie sind vorübergehend unpässlich, mein Herr Peppercorn. Eine akute Unpässlichkeit, eine Unpässlichkeit von Aktualität. Ihre Reisebegleiterin ist vergleichsweise gesund. Da glaube ich, ganz im Sinne von Madame zu handeln, wenn ich Sie in Ihrer Abwesenheit ein bisschen bei Ihnen vertrete, soweit hier von Vertretung die Rede sein kann. Statt umgekehrt Sie bei ihr zu vertreten und ihr meine Begleitung in den Ort hinunter anzubieten. Wie käme ich auch wohl dazu, ihrer Reisebegleiterin meine Ritterdienste aufzudrängen? Dazu habe ich gar keinen Rechtstitel und kein Mandat. Ich darf sagen, dass ich viel Sinn für positive Rechtsverhältnisse habe. Kurzum, meine Situation, finde ich, ist korrekt. Sie entspricht der allgemeinen Sachlage. Sie entspricht
namentlich meinen aufrichtigen Empfindungen für Ihre Person, mein Herr Peppercorn. Und somit glaube ich auf Ihre Frage, denn Sie richteten wohl eine Frage an mich, eine befriedigende Antwort erteilt zu haben. Eine sehr angenehme, erwiderte Peppercorn. Ich lausche mit unwillkürlichem Vergnügen auf Ihr bähendes kleines Wort, junger Mann. Es springt über Stock und Stein und rundet die Dinge zur Annehmlichkeit. Allein befriedigend? Nein. Ihre Antwort befriedigt mich nicht ganz. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen damit eine Enttäuschung bereite. Rigoros, lieber Freund, Sie brauchten dies Wort vorhin in Hinsicht auf gewisse von mir geäußerte Anschauungen. Aber auch in Ihren Äußerungen liegt eine gewisse Rigorosität, eine Strenge und Gezwungenheit, die mir mit Ihrer Natur nicht übereinzustimmen scheint, obgleich sie mir aus Ihrem Verhalten in gewisser Beziehung bekannt ist. Ich erkenne sie wieder. Es ist die nämliche Gezwungenheit, die Sie bei unseren gemeinsamen Unternehmungen, unseren Spaziergängen, gegen Madame, gegen sonst niemanden, an den Tag legen und für die Sie mir eine Erklärung. Das ist eine Schuld, eine Schuldigkeit, junger Mann. Ich irre mich nicht. Die Beobachtung hat sich mir zu oft bestätigt. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie sich nicht auch anderen aufgedrängt haben sollte. Mit dem Unterschiede, dass diese anderen sich möglicherweise, ja wahrscheinlich, im Besitz der Erklärung des Phänomens befinden. Mein Herr sprach in ungewöhnlich präzisem und geschlossenem Stil heute Nachmittag, trotz seiner Erschöpfung durch den malignen Anfall. Es fehlte fast jede Abgerissenheit. Im Bette halb sitzend, die mächtigen Schultern, das großartige Haupt gegen den Besucher gewandt, hielt er den einen Arm über der Bettdecke ausgestreckt und seine sommersprossige Kapitänshand, aufrecht stehend am Ende des Wollärmels, bildete den von den Fingerlanzen überragten Exaktheitsring, während sein Mund die Worte so scharf und genau, er plastisch bildete, wie Herr Settembrini es nur hätte wünschen können, mit gerolltem Kehl-R in Wörtern wie wahrscheinlich und aufgedrängt. Sie lächeln, fuhr er fort, Sie drehen blinzelt den Kopf hin und her. Sie scheinen sich eines ergebnislosen Nachdenkens zu befleißigen. Gleichwohl ist gar kein Zweifel, dass Sie wissen, was ich meine und um was es sich handelt. Ich behaupte nicht, dass Sie nicht zuweilen das Wort an Madame richteten oder ihr die Antwort schuldig blieben, wenn die Unterhaltung das Umgekehrte mit sich bringt. Aber ich wiederhole, es geschieht mit einer bestimmten Gezwungenheit, genauer einem Ausweichen, einem Vermeiden. Und zwar, wenn man näher zusieht, dem Vermeiden einer Form. Man hat, soweit sie in Frage kommen, den Eindruck, als handelt es sich um eine Wette, als hätten sie ein Vielliebchen mit Madame gegessen und dürften sich laut Abmachung nicht der Anredeform gegen sie bedienen. Sie vermeiden es folgerecht und ohne Ausnahme sie anzureden. Sie sagen nicht sie zu ihr. Aber mein Herr Peppercorn, was denn für ein Vielliebchen? Ich darf Sie auf den Umstand hinweisen, dessen Sie selbst nicht unkund sein werden, dass Sie soeben blass geworden sind bis in die Lippen hinein. Hans Castorp blickte nicht auf. Gebeugt und angelegentlich beschäftigte er sich mit den roten Flecken auf dem Laken. Dahin musste es kommen, dachte er. Darauf wollte es hinaus. Ich habe, glaube ich, selber das meine getan, damit es darauf hinausliefe. Ich habe es in gewissem Grade darauf angelegt, wie mir in diesem Augenblick bewusst wird. Bin ich wahrhaftig so blass geworden? Es kann wohl sein, denn nun geht es auf Biegen und Brechen.
Man weiß nicht, was geschieht. Kann ich noch lügen? Es ginge wohl, doch will ich's gar nicht. Ich bleibe vorderhand bei diesen Blutflecken, Rotweinflecken hier im Laken. Auch über ihm schwieg man. Die Stille dauerte wohl 2 oder 3 Minuten lang. Sie gab zu bemerken, welche Ausdehnung diese winzigen Einheiten unter solchen Umständen gewinnen können. Peter Peeperkorn war es, der das Gespräch wieder eröffnete. Es war an jenem Abend, der mir den Vorzug ihrer Bekanntschaft gebracht hatte, begann er in singendem Ton und ließ am Schlusse die Stimme sinken, als sei das der erste Satz einer längeren Erzählung. Wir hatten ein kleines Fest gefeiert, Speise und Trank genossen und in gehobener Stimmung, in menschlich gelöster und kühner Verfassung, suchten wir zu vorgerückter Stunde Arm in Arm unser Nachtlager auf. Da geschah es, hier vor meiner Tür beim Abschiede, dass mir die Eingebung kam, die Aufforderung an sie zu richten. Sie möchten mit den Lippen die Stirn der Frau berühren, die sie mir als einen guten Freund von früherem Aufenthalte her vorgestellt hatte, und es ihr anheimzugeben, diese feierlich heitere Handlung zum Zeichen der erhöhten Stunde vor meinen Augen zu erwidern. Sie verwarfen rundweg meine Anregungen, verwarfen sie mit der Begründung, sie empfänden es als unsinnig, mit meiner Reisebegleiterin Stirnküsse zu tauschen. Sie werden nicht bestreiten, dass das eine Erläuterung war, die selbst der Erklärung bedurft hätte. Eine Erklärung, die Sie mir bis zur Stunde schuldig geblieben sind. Sind Sie gewillt, diese Schuld jetzt abzutragen? So, das hat er also auch gemerkt, dachte Hans Castorp und wandte sich noch näher dem Weinflecken zu, indem er mit der gekrümmten Spitze des Mittelfingers an einem davon kratzte. Im Grunde wollte ich wohl damals, dass er es merkte und es sich merkte, sonst hätte ich's nicht gesagt. Aber was nun? Mir schlägt das Herz nicht wenig. Wird es einen Königskoller von erstem Range geben? Vielleicht täte ich gut, mich nach seiner Faust umzusehen, die möglicherweise schon über mir schwebt. Eine hoch eigentümliche und äußerst brenzlige Lage, in der ich mich da befinde. So, so viel für heute. Es wird dramatisch bei uns auf dem Zauberberg. Insofern kann ich nur einen schönen Tag wünschen oder eine gute Nacht und vor allen Dingen natürlich Gesundheit. Und bis morgen. Tschüss.